Guten Morgen, es ist 4.47 Uhr nach sehr guter Nacht im Hotel Dom in Saasgrund. Geht es jetzt hinauf nach Saas-Fee, dann mit der Seilbahn auf 3000 Meter und von dort zum höchstgelegenen Treppenlauf von Europa. Das Wetter ist nicht schlecht, ich glaube, ich kann da oben auf 3000 Meter alles mit einem kurzen Leiberl laufen. Schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich sehr, es ist was Außergewöhnliches und wir sind in wenigen Minuten in Saas-Fee bei der Seilbahn. Ah, toller Parkplatz, gleich neben dem Schweizer Skinationalteam. 16 Grad. Die Berge sind noch ganz dunkel, aber das Wetter ist hervorragend und es wird ein toller Lauf da oben in der Eiswelt von Saas-Fee. Es ist 5.28 Uhr. Ich muss noch ein bisschen warten, bis der Gerhard kommt und dann geht es gemeinsam hinauf mit der ersten Gondel auf knapp 3000 Meter. Okay. Ja, es geht langsam los. Wir fahren mit der Gondel rauf. Also Stirnlampe soll man nehmen, weil es sonst zu schlecht beleuchtet ist. Das heißt, mal gleich aufsetzen die Lampe. Temperatur soll passen, Handschuhe sind nicht notwendig. Es hat jetzt ungefähr 18 Grad, gestern hat es oben am Abend ungefähr 2 Grad gehabt, das geht. Es geht jetzt rüber zur Felskin-Seilbahn, ja. Und mit der Felskin rauf, ja, weil gestern hat es ein starkes Gewitter gegeben und möglicherweise ist da irgendeine Sicherung kaputt und wir nehmen die zweite große Seilbahn. Angekommen bei der Felskin-Seilbahn. Es ist natürlich jetzt ein bisschen eine Zeitverspätung und der Druck wird ein bisschen größer, weil ich habe eigentlich nur eine halbe Stunde Zeit. Und sie werden wahrscheinlich dann den unterirdischen Zug ein bisschen zurückhalten müssen, bis ich oben rauskomme. Jetzt sind wir bald oben in der Gletscherregion. Wow, spannendes Abenteuer, aber cool. Seilbahn Mittelstation. Ein paar Arbeiter steigen aus und ich und der Gerhard, wir fahren weiter rauf bis zur Vetro Alpin. Ah, die Landschaft ist schon wahnsinnig da hier in der Früh. Jetzt ist es doch 6.06 Uhr. Vielleicht habe ich noch ein Glück mit dem Sonnenaufgang, aber schauen wir mal. Puh, wir sind nach oben. Wir werden mal einen Temperaturcheck machen, wie kalt es draußen ist. Aber es ist sehr heiß diese Tage. Da oben ist die Luft zu dünner. Ah, da hat es gestern stark geregnet. Das ist das nicht drauf. Okay. Die Station ist dann drüben. Gut. Wir haben nur einen Zwischenhalt gemacht, um hier das Licht anzumachen. Ah, okay. Und dass ich mich einpatchen konnte. Ah, sehr gut. Okay, gehen wir rüber zum Start. Letzte Besprechung, noch kurz am. Und sie fährt los, das schauen wir jetzt genau an. Ja.
Ja, weg ist sie. Und wenn sie herunterkommt, die nächste, dann bin ich dran. Los. Wir haben ja ungefähr 150 Stufen. Ah, geile Sache. Aber hart auf über 3000 Meter. Aber wirklich sensationelle Aktion. Ah. Da oben ist das Ziel. 2500 Stufen bald bewältigt. Einzigartige Geschichte. Ah, echt stark. Wahnsinn. Totales Erlebnis. Riesen Sache. Unglaublich cool. Nicht coole Sicht. Ah, super. Sehr, sehr schön. Hier ist nicht geil. Hier in Sas bei der höchsten Treppe von Europa. Danke, Sas B. Das war eine Sache. Unglaublich geile Sache, da ist das Fee. Die letzten Treppen darauf. Die beginnen jetzt zu arbeiten, die Jungs. Ist das geil. Ist das geil. Und jetzt, oben im Ziel, die weißen Berge. Die Aussicht. Ha, geht auf. Ja. Ja, schön. Wo ist da der Ausgang? Heißpavillon. Meine Frau. Aha.